Gell, wir liefern uns schon den besten Match. Ich hoffe, wir laufen. Wow, das ist ein frecher Spieler hier. Der Frank Urbaniok gilt als der bekannteste Psychiater in der Schweiz. Mit seiner streitbaren Art hat er den Strafvollzug und den Umgang mit StraftäterInnen in der Schweiz auf alle Fälle verändert. Und sein sportlicher Ehrgeiz und seine schnelle Intelligenz, würde ich sagen, sind die beste Voraussetzung für ein philosophisches Ping-Pong. Wir tun abwechslungsweise aus einem Pokal raus Zettel mit Zitat oder Aufgaben ziehen. Und ich würde sagen, let's go. Okay. Grande oder Gugus? Kennst du das Wort Gugus? Ja, kenne ich. Ich kann es wahrscheinlich nicht gut aussprechen, aber ich weiß, was es heißt. Ja. Nichts Gutes. Joggen ist die beste Metapher fürs Leben, denn man kriegt das zurück, was man reinsteckt. Oprah Winfrey. Für mich klingt das so jetzt mit Oprah Winfrey. Ich habe so das Bild, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Die hat irgendwie angefangen zu joggen und macht jetzt da irgendwie eine riesen Philosophienummer draus und sagt, Joggen ist irgendwie die beste Metapher fürs Leben. Und wenn sie irgendwie jetzt Kochen angefangen hätte, dann wäre jetzt Kochen irgendwie die beste Metapher fürs Leben. The book is Food, Health and Happiness. The woman is the one and only Oprah. Und wenn sie irgendwas anderes macht, ist das die Von daher kann ich das nur bedingt irgendwie ernst nehmen. Also, es ist ja mit allem so. Ich investiere irgendwas, dann bekomme ich irgendwas. Also, das könnte ich auf 150.000 andere Sachen genauso anwenden. Deswegen Joggen zum Kernpunkt einer philosophischen Diskussion jetzt zu machen, das scheint mir ein bisschen überhöht. Ja, aber ich finde, weil gleich auch, es ist insofern problematisch, das wollte ich jetzt gleich noch gesagt haben. Wenn es eine Metapher ist fürs Leben, dass man immer bekommt, was man reinsteckt, ist doch eine mega schräge Haltung. Ganz viele Leute arbeiten unfassbar viel in ihrem Leben und kommen niemals das zurückgeben. Also ich glaube, es ist völlig weltfremd auf eine Art. Ja, weltfremd ist vielleicht auch ein bisschen dieses amerikanische Narrativ, streng dich, oder dieses manchmal so neoliberale Narrativ, streng dich genug an, dann kriegst du es auch. Und wer es nicht schafft, der hat sich nicht genug angestreckt. Genau, ich finde auch, das ist fatal. Das ist fatal. Ist fatal. Ja. Gut, nein, Oprah Winfrey, es ist gut. Gugus. Aufschlag Röllin, das bin ich. Ah. Gut, dass wir es erklärt haben. Wer verliert, muss raten, von wem dieses Zitat stammt. Der Mensch ist gefährlicher als ein Raubtier. Ich habe den Aufschlag. Gut. Aber wer verliert? Scheiße. Können wir noch mal? Also der Mensch ist gefährlicher als ein Raubtier. Exakt in dieser Übersetzung bin ich nicht sicher, von wem es stammt. Aber natürlich tönt es einfach nach Thomas Hobbes, irgendwie der Mensch ist ein Mensch-Wolf. Also, ist es von wem ist es? Weißt du es? Ich glaube, ich weiß es, ja. Von wem? Ich glaube, das habe ich mal gesagt. Ah! Ja gut. Hobbes Urbaniak. Ja! Es ist Frank Urbaniak statt da unten. Also du kannst bestätigen. Ja, absolut. Und das ist, der Mensch ist gefährlicher als ein Raubtier. Ja, selbstverständlich. Mit dem ganzen Potenzial, was der Mensch hat, da muss man nur auf Umweltzerstörung, auf die Vernichtung von Arten, auf diese grausamen Schäden, die der Mensch anrichtet, auf die Kapazität zu betrügen, zu manipulieren, Waffen zu entwickeln. Da kommt natürlich überhaupt gar kein Tier mit. Ja, aber was ist das Positive am Mensch? Weil das klingt jetzt irgendwie so, als wäre der Mensch einfach an sich eine schlechte Erfindung. Ich würde sagen, er ist eine Erfindung mit viel negativem Potenzial und mit positivem Potenzial. Wenn ich es jetzt pathetisch eigentlich sage. Mehr. Einmal mehr. So ist es. So ist es nicht. Kein Entweder-Oder. Nicht schlecht, nicht gut. Sondern ein Ding mit Chancen und Risiken. Also, was die Leute nach dem Ping-Pong sicher lernen, ist differenzierte Antworten geben. Das würde mich sehr freuen. Ja. Und ich glaube, die vielleicht Schicksalsfrage für den Homo sapiens und für die Erde insgesamt, für den Planeten ist, ob die Menschen mehr zu sagen haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, und oder die Menschen, die skrupellos egoistischen eigenen Interessen folgen. Aber ist das Quintessenz von dem, was du über einen Menschen denkst? Oder wäre das ein bisschen zu pointiert? Doch, das denke ich schon. Das denke ich schon. Dieses negative Potenzial, das kenne ich natürlich aus meiner Beschäftigung mit Gewalt- und Sexualstraftaten, aber auch aus dem, was ich in der Gesellschaft sehe, das ist schon gewaltig. Aber nicht im Sinne von, es muss so kommen und man muss sich dem ergeben, sondern umso mehr muss man dagegen halten. Man muss für Verantwortung, für was Vernünftiges kämpfen. Das ist kein Selbstläufer. Und wie das ausgeht, wird man sehen. I can buy myself flowers. I can take myself dancing. I can hold my own hand.
I can love me better than you can. Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Ist das eine Hymne oder ist das bla bla? Gute Frage. All das Me-Time-Zeug und irgendwie die Leute, die sich selber heiraten und so weiter. Es ist eigentlich in dieser ganzen Bewegung, oder? Ja, ich brauche niemanden. Ich bin für mich. Was ist das eigentlich? Was ist das irgendwie so übersteigerte Selbstbezogenheit? Was ist das eigentlich? Sicher, Selbstbezogenheit und so eine übersteigerte, idealisierende, ins Absurde übersteigerte Autonomie. Ich bin aus mir selbst, ich brauche niemanden. Und Menschen sind im Prinzip eigentlich eher soziale Wesen. No man is an island, ja. Aufschlag Urbaniok. Wer den Ballwechsel gewinnt, darf folgenden Satz beenden. Deine Gewalt ist nur ein Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach. Ja. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach. Ja, Liebe. Yay! Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Aber stimmt das? Würdest du sagen, es stimmt? Ach, es ist eine total gute Metapher, es ist ein super Satz. Ich finde den Song auch richtig super. Mhm. Natürlich ist es nicht immer so. Aber manchmal, glaube ich, hat das was. Aber es ist ja trotzdem so, dass man eigentlich bei vielen Straftätern immer wieder auf die Suche geht, woher kommt eigentlich das Potenzial. Ja. Und letztes Mal war bei mir Sabine Rückert, die den Zeitverbrechen-Podcast macht. Und ich glaube, bei ihr ist ja in diesem Podcast auch immer die Überlegung, dass man probiert zu verstehen, woher kommt ein Täter und aus seiner Biografie heraus nachher ableitet, die Tat ableitet. Ja. Mhm. Straftaten sind Ausdruck von innerer Leere und von Vernachlässigung und haben sehr, sehr oft eine ganz einfach nachvollziehbare Ursache. Das sehe ich halt anders als Sabine Rückert. Mhm. Und ich glaube, man kann immer so, das ist ja so ein bisschen der Rückschaufehler. Man hat eine Tat, dann geht man zurück und guckt in die Vergangenheit und sagt, aha, weil das Entscheidungskind war, das ist der Grund. Genau. Es gibt viele Straftäter, die keine schwierige Kindheit hatten. Und es gibt viele Straftäter, die hatten eine schwierige Kindheit, aber ich würde sagen, das hat nichts mit ihren Straftaten zu tun. Das ist kein erklärender Ansatz. Und es gibt Personen, da hat man das Gefühl, das ist ganz früh determiniert, vielleicht sogar genetisch. Das ist so ein Extrem. Dann gibt es Straftäter, wo man sagt, ja, das ist die Entwicklung, es ist so eine schwierige Biografie mit Gewalt, es erklärt nur das. Bei den meisten ist es irgendeine Mischung dazwischen. Mhm. Und deswegen kann man das nicht als schwarz-weiß beantworten, aber allgemein wird dieser biografische Aspekt, der ja immer auch so bei manchen so etwas leicht Entschuldigendes, Erklärendes hat, wird überschätzt. Ja, es gibt immer noch die menschliche Freiheit, sozusagen, wo es dann sich für so eine Tat entscheiden oder nicht. Aber, und das ist das Wichtigste, Verantwortung. Man kann sich entscheiden, macht man es so oder macht man es so. Genau. Und es gibt enorm viele Menschen mit den schwierigsten Kindheitsbedingungen, die eben nicht Straftäter werden. Und das, glaube ich, muss man dann auch immer sagen. Mhm. Okay, let's go on. So, weise Worte. Der Mensch ist im Grunde gut. Das sagt der Historiker und Autor Rutger Bregmann. Most people deep down are pretty decent. Das steht natürlich eigentlich im Gegensatz zu dem Zitat, wo von dir wo ist, nämlich, dass der Mensch das schlimmste Raubtier ist oder schlimmer als das Raubtier. Ja, würde ich auch sagen. Also Kappis, was der Bregmann sagt, sagst du? Ich finde, finde ich. Ich bin ja großer Fan von Therapien, Veränderung von Menschen und ich glaube da zutiefst dran, weil ich seit 30 Jahren Erfahrung habe mit Menschen, die ihr Leben komplett ändern können. Und bin dann nach wie vor nicht verbittert und sage, das geht nicht, sondern habe einen großen Optimismus, weil ich weiß, was alles geht. Aber es geht nicht alles. Es gibt auch Grenzen, es gibt auch Menschen, die sich zu wenig verändern können. Ich sage immer, die Evolution ist humorlos. Der geht es nicht um Gut und Böse, sondern die ist konstruiert, so eine Art auf Überlebensfähigkeit hin und dann ist diese Art dann halt unterwegs mit ihren Chancen und Risiken. Aber da ist eigentlich nicht eine Konstruktion drin von gut oder guter Kern. Also du sagst, Rutger Bregmann, tut mir leid, aber so einfach ist es nicht. Würde ich sagen, ja. Habt ihr das drin? Ja, der Frank Urbaniok hat gezeigt, dass er nichts von seinem sportlichen Ehrgeiz eingebüßt hat. Wenn ihr noch mehr von ihm wissen wollt, dann schaut doch hier in die Sendung über Verschwörungstheorien.